Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever hier auf Kante Zockt im Live Let's Play auf Twitch, derzeit gerade aktiv mit über 70 Live-Zuschauer. Ich darf von meiner Seite begrüßen den lieben Manu. Und wir befinden uns hier in Hannover. In Hannover ist ja auch schon langsam ein bisschen Bewegung, hier kommen auch langsam schon ein paar Fahrgäste hier mit. Sogar fast lohnenswerte Züge, also die Züge sind fast voll. Jetzt wurde der Wunsch geäußert, dass wir uns hier noch ein bisschen mehr drum kümmern möchten. Das möchten wir und deswegen werden wir jetzt auch hier weitermachen. Denn wir wollen natürlich weiter anschließen Richtung Süden. Weil das ist, wir haben es ja mal eingenordet, die Karte. Das heißt, den Norden haben wir es gut versorgt. Auch hier unten haben wir jetzt Linienbenutzung. Ah, okay, wir haben wieder auf Nein. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich das im Griff hatte. Hier haben wir jetzt wieder natürlich ein bisschen Holz angesammelt. Wir haben jetzt ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt die Linie ein bisschen geändert, sodass wir mit zwei Zügen nach Hannover fahren und von Hannover fahren wir mit vielen, vielen LKWs nach oben. Dazu gibt es Nachrichten. Okay. Daily News. Abhängig parteiisch, rechthaberisch. Die goldene Zitrone der Fahrergewerkschaft Trucker on the Road geht dieses Jahr an die New Kante Logistic Group. Begründung der Jury. Das logistische Genie der Disposition der New Kante Logistic Group schickt LKWs willkürlich auf die Bahn, ohne nachzudenken, was sie laden können, beziehungsweise was die Fahrer befördern dürfen. Die goldene Zitrone feiert diesen 10. Geburtstag. Als Rekordsieger mit 9 Siegen ist die New Kante Logistic Group auf die nächsten Jahre nicht zu schlagen. Ja, die Nachrichten resultieren natürlich daraus, ich hatte die falschen LKWs hier oben drauf. Danach, als wir die LKWs gewechselt hatten, fing hier wieder die Liniennutzung an. Derzeit ist sie wieder aus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es die Länge der Linie oder zu viel unterwegs ist oder ich weiß es nicht. Wir haben einen sehr guten Takt hier drin. Da kann eigentlich nichts nachteilig irgendwie unterwegs sein. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Potenzial ist auch auf Null. Ja. Das Komische ist aber, dass das Sägewerk sagt, jo, wir sind hier total drin. Wir müssen jetzt noch... ja gut, jetzt müssen wir mehr Holz anliefern, damit sich das Ganze nicht verringert. Aber können wir nun auch im Moment nicht machen. Die neuen LKWs sind, glaube ich, noch auf dem Weg dahin. Derzeit sind hier 4 LKWs unterwegs, die hier von diesen Güterbahnhof nach oben fahren. Die Liniennutzung ist an und ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen laufen. Wenn es nichts wird, dann versuchen wir mal die Fabrik zu ersetzen. Vielleicht hat sich da irgendwas dran aufgehängt, weil wir ja hier zwischendurch mal ein bisschen was anderes hatten. Muss man mal gucken. So, wie sieht hier der Verkehr aus? Es sieht eigentlich recht human aus, also sollten wir das durchaus gut hinkriegen. Wir wollen jetzt hier nämlich anfangen, ins Gebirge zu bauen. Wir gehen jetzt erstmal gerade rein ins Gebirge, so wie wir das immer machen. Das kostet natürlich richtig Asche, weil das richtig unterhalb der Erdoberfläche ist. Während du gerade am Tunnel bohren bist, kann ich ja noch den Kantopolis-Report vorlesen. Ja, wir nicht. Kantopolis-Report. Für die Kantweizer Provinz gibt es erste Planungen zum Anschluss an das Verkehrsnetz. Die Bevölkerung erfährt erstaunt, dass sie Teil der Kantweiz sind. Ja, Teil der Stadt der Kantweiz, ja. Ja, wir hatten ja halt immer nur den Norden jetzt hier angeschlossen und jetzt kriegen wir halt auch den Süden noch mit. Alter, Linie Steine rum. So ein hohes Potenzial oder was? Und jetzt auch wieder Liniennutzung, nein. Also ich könnten ja ruhig, also die Hölzer hier könnten ruhig noch ein bisschen mehr raushauen, ne? Also Lager nochmal leer machen. Aber keine Chance. Keine Chance. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Naja, gut, wir bauen jetzt erstmal in der Melmac. Melmac wird jetzt angeschlossen, das wird den Amix sehr freuen. Hoffe ich zumindest. Wir werden hier einen vierspurigen Bahnhof bauen, denn ich denke, nach Schweiersheim wird es auch noch mal gehen. In
Na, schaffen wir 400 Meter? Ja, 400 Meter schaffen wir locker. Dazu müssen wir ein bisschen die Stadtplanung beeinflussen, damit unsere Zeitung auch ein bisschen was zu schreiben hat. Wir sorgen dafür, dass unsere Städte-Magazine nicht arbeitslos werden. So, hätten wir schon mal getan. Obwohl, warte mal, machen wir anders. Wir bauen erst die Straße wieder hin und setzen dann den Bahnhof. Dann haben wir das nämlich auch alles auf einer Ebene. So, das ist besser. Sagt sich der Computer auch und macht erstmal ein Autosave. So wollen wir uns das lieber sichern. Besser ist das. So, der neue Hausmeister hier baut auch schon sein kleines neues Haus. Er findet es fantastisch, dass wir jetzt hier anfangen zu bauen. Stahlwerk, ey. Das Stahlwerk produziert und produziert. Und wir holen da zu wenig ab. Ich traue mich da noch nicht einen großen Zug, also richtig großen Zug drauf zu setzen. Kurze Frage. Langsames Gleis ohne Stromversorgung? Ja, können wir doch gleich noch updaten. Machen wir gleich. Machen wir gleich, Manu. Wäre ja nochmal ein Hingucker gewesen, wenn wir jetzt mal so ein Ding hier platzieren würden, aber. Oh, das würde ja auch gehen. Das machen wir auch gleich. Das machen wir gleich. So. Oberleitung, ja. Hochgeschwindigkeit, ja. Ach, hier wollten wir ja eventuell durchfahren, ne? Ja, deswegen mein Gedanke. Ja, sechsgleisig. Mehr werden eh nicht kommen, zweiten Straßenanschluss, ja. Gut. Das haben wir schon mal erledigt. Gut. Jetzt wollen wir hier noch so einen scheuen Zopf hinsetzen. Das sieht gut aus. Gefällt mir ganz gut. So. Das sieht ein bisschen gut aus, ne? Wir sind schon bei 400 Millionen. Ups. Sorry. So, dann hätten wir auch schon mal einen Busbahnhof. Ah, hier kannst du hier richtig gut abfahren, ne? Schön längliche Straßen. Kannst du schön rausbügeln, einmal wieder reinfahren, genauso hier dasselbe. Oder vielleicht Industriegebiet hier. Genau, so können wir das machen. Schön zwei Buslinien. Oh nein. Oh nein. Kantopolis-Report. Neuer Tunnelbau in Hannover. Nach vergangenen Technikdesastern werden nun abgerichtete Maulwürfe verwendet. Architekt des Tunnels bereits schon öfters für Kante Logistik tätig. Unter anderem auch für diverse Hügel in Gleisen verantwortlich. Bürger spekulieren nicht ob, sondern nur noch wann der Tunnel einstürzen wird. Was? Einstürzende Tunnel haben wir nicht. Außer Kauf. Boah, dieses Gescrolle hier. So, hier fahren wir los. Zeitstadt auswärts. Und einwärts fahren wir hier längs. Dann machen wir einen Schlenker. Einmal hier unten und einmal hier oben.
Dann fahren wir wieder zurück. Dasselbe machen wir hier. Einmal, zweimal. Dann fahren wir hier geradeaus rüber. Nehmen den einmal mit. Dann nehmen wir hier oben einmal mit. Einmal in der Mitte. So, Bus 2 fangen wir mit an. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, da fährt hier durch und hat dort seine Haltestelle. Obermelberge. Fangen mit dem auch hier an. Hier seine erste Haltestelle. Dann fahren wir einmal eine Runde und wieder zurück. Der hat hier seine Haltestelle. Also ich würde eigentlich ganz gerne Terminals den auf 9 setzen. Dann hat er nämlich hier vorne gleich den Ausgang. Den könnt ihr hier hinrennen. Und den würde ich ganz gerne auf 4 setzen. Dann haben wir nämlich auch hier vorne den Ausstieg. Und die brauchen nicht so weit zu laufen. Wir sind ja immer pro, ne? Pro ja, Fahrgast. So, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis sie von dem Depot ganz hinten angekommen sind. Aber ich habe gefragt und der Wunsch ist halt gewesen, ja, lass es so, wie es ist. 1, 2, 3, 4. Für den Nahverkehr Melmac Bus 1. 1, 2, 3, 4. Für den Nahverkehr Melmac Bus 2. Gut, die machen jetzt ihre Reise. Ist immer noch nicht wieder eingesprungen. Ne? Ich noch nicht verstehen das. Vorher funktionierte das ohne Probleme. Ja, wir müssen gucken, ne? Wir müssen jetzt gucken, wie das Ganze angenommen wird. Und dann entscheiden wir, wie das weitergeht. Da wir hier eh nur einen Nahverkehrszug machen. Nö, gar nicht erst hochgehen. Wir gehen gleich schon in den Keller rein hier. Hier eben ab. Ja, ich weiß, das ist nicht ordnungsgemäß. Doppelstockwagen hat Einsatz, oder? Wir haben noch keine Doppelstock im Einsatz. Stimmt, haben wir ja wieder umgeändert. Ja. Weil der Vorschlag von, oder die Frage von Nightwolf war, wann gibt es den ersten Doppelstock-Personenzug? Ja, gucken wir, wenn die Nachfrage es hergibt, ne? Und wenn die Strecke es auch hergibt, halt, ne? Achso, muss ich natürlich auch wieder Schiene nehmen. Das ist alles schon wieder ohne Oberleitung. Dann kann ich aber jetzt mal mitbauen. Weiß ja die Zukunft, ne? Zukunft! Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt schon. Ah, wenn wir jetzt schon in den Keller gehen. Na gut, wir sind gerade, ne? Wir sind eben. Es wird eine ziemliche Bergbahn. Ach, hier kommen wir noch mal raus. Oh, das wird dann aber eng da unten hin. Zug 28, Lebensdauer erreicht. Ach, der Rheingold, echt? Krass. Wir wollten ja eh eine andere Verbindungsstraße dahin machen. Gemäß Investoren haben wir hier etwas Angenehmes gefunden, was wir gerne umsetzen würden. Steigung zu groß. Ah!
Ach komm, das letzte Stück, das hättest du auch normal fahren können. Ja gut, dann müssen wir halt unterirdisch bleiben. Das ist jetzt so. Trotzdem haben Investoren, sind Investoren an mich herangetreten und möchten ganz gerne investieren in unser Unternehmen und unterstützen uns mit dieser wunderschönen neuen Landstraße. Gut, haben sie gemacht. Ja, mal abwarten, wann die nächste Mautgebührenerhöhung kommt. Kautgebühren. Maut. Ja. Lol. Echt jetzt? Okay. Das geht. Der Wunsch von Donnerschlag wäre, bau mal ein TPF, eine Bergstrecke. Eine Bergstrecke? Das haben wir ja noch nie gemacht. Nö, nee, überhaupt nicht. Staffel 2, 3 und 4. Ach, deswegen bauen wir auch immer gebirgig, ne? Ja, ja. Also ich gehe mal von aus, sowas werden wir auch noch als Schönheitsobjekt machen, oder? Mit Sicherheit. So Aschaffenburg, Bobshausen zum Beispiel, dann mit einer schönen, langsamen Dampflok. Ja. Entschuldigt bitte. So, von hier aus bauen wir dann gleich weiter nach Langelsheim. Ach ne, wir können ja erstmal auf die Strecke einen Zug raufschicken. Kommen wir da überhaupt rauf auf die Strecke? Kommen wir gar nicht rauf. Öso, ohne Gleisvorfeld in Hannover wird es ein bisschen schwierig. Ja, das wird jetzt ein bisschen arg schwierig. Ja, du kannst ja eine relativ langsame Weiche bauen. Ja, nur im Zubringer. Die Frage ist ja, von wo soll ich die Weiche bauen? Durch. Was? Unter der Brücke durch. Ja. Beim Junction. Leider schon raus. Jetzt kommt noch die Frage, warum jetzt eingleisig Melmark Hannover und nicht gleich zweigleisig? Weil dort wahrscheinlich zwei Züge im Pendel fahren werden und nur der Austausch, sozusagen der Mittelposten hier, den haben wir zweigleisig gebaut, damit sie jeweils ein wenig Vorlauf haben und sich aber vom Takt her nicht zu nahe kommen. Ist eigentlich im Regionalbahnbetrieb nichts Ungewöhnliches. Gut, ich sehe schon die Argumente der Zeitung. Was für Argumente denn? Sparwut? Was? Sparwut? Nee. Ja, nur einen Tunnel bauen, keine zwei. Also ich baue auch gerne zwei Tunnel, aber ist eigentlich nicht das, was wir unbedingt machen müssen. Denn ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, eine schöne eine schöne Tunnelweiche hinzubekommen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe es hier unten, habe ich klar. Ne, habe ich gar nicht gemacht. Sodass wir von hier aus direkt mit dem Tunnel nach oben verschwinden. Sodass wir halt hier eine Tunnelweiche haben, die ist aber ebenerdig, also eben gerade. Das heißt, dass wir hier gut rauskommen.
Also, dass da solche Reaktionen bei rauskommen, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Gut, die Zulieferung haben wir dann auch. Das heißt, ne, haben wir noch gar nicht. Kommen wir noch gar nicht darüber. Ja, und Jonas hält sich eigentlich auch mit unserem Grundsatz. Lange Tunnel finde ich nicht so schön. Nee, will ich auch nicht, aber es ist nun mal eine sehr krasse Erhöhung dort. Und da wir nun mal gebirgig gebaut haben, das ist etwas, womit wir leben müssen. Jetzt wissen wir, wo der Sand hingegangen ist und deine Bauaktion. Aber bis hierhin habe ich nicht gebaut. Da ist nein, was nur runtergebaut wird. Ja, genau. Dann nochmal so als Hinweis, ne? Hinweis. Immer noch keine Linienproduktion, ey, das ist doch echt. Ja, immer noch dafür dieses Sägewerk unterhalb von Hannover noch mit. Ja, aber wo willst du das anschließen? Per LKW an den Bahnhof in Hannover, am Güterbahnhof. Du meinst, dass wir Hannover jetzt so richtig verstopfen sollen? Das ist ja kein Problem, können wir ja gerne machen. Ich bin da voll dabei. Da, wo du den Tunnel abgerissen hast, unter der Schnellbahnstrecke, außen rum und dann hoch zum Bahnhof. Wir könnten hier oben über die Brücke rüberfahren. Ja, der Festhalter gehört durch die Stadt. Genau. Ja, können wir gleich nochmal machen. Jetzt machen wir erstmal den anderen und reinnehmen. Vielen Dank, Herr. Genau. Piggy, vielen Dank für dein Follow. Nightwolf merkt noch an, dass in Melmec noch eine Kreuzweiche fehlen würde. In Melmec noch eine Kreuzweiche? Derzeit noch nicht. Und das sollen ja auch durchgehende Gleise sein, sodass der Zug halt nachher durchfährt bis Langelsheim. So, wir werden da wahrscheinlich mit kleinen Triebwagen erstmal anfangen. So wie wir es immer machen und dann können wir es immer noch austauschen. Wir sollten aber schon ein bisschen leistungsstärkere nehmen. Zweiteilige Hamsterbacke. Definiere Hamsterbacke 628 oder? Hamsterbacke ist 442 elektrisch. Ah, sag ich ja. Oder eine Zero. Oder eine 644. Eine Zero. Dann schon wieder ein Fachjargon, ey. Ja, 644 ist ein Desiro. Oder was hältst du von der... Hast du die 612 drin? Weiß ich jetzt nicht. Einer von den DMA-Mods gewählt. Guck mal, der KISS 2 wäre ja schon mal was, aber er kostet 4 Millionen. Der wäre, glaube ich, noch nichts. Dreiteiliger Enno. Gibt so viel Auswahl, ne? Also im Chat kommt die 644. Ohohoho. Oh ja. Ja, die 442. 644 ist, glaube ich, ganz gut, ja. Preis-leistungstechnisch erstmal. Ja, ist halt ein Diesel, aber wäre für den Anfang gut. Denke ich mir auch. Alternativ die 624. Aber die hat nicht so viel. Ach, oh. Die Zugkraft von der 644 lässt ja auch ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Ja, die wiegt ja aber auch nur 113 Tonnen. Okay. Oder ein Dosto-Steuerwagen mit einer 218 hinten dran. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an, ne? Nehmen erstmal einen Zug da drauf. Dann müssen wir erst nochmal eine Linie erstellen, dass wir den überhaupt da irgendwie hinkriegen. Personenverkehr. Wolltest du mich auch noch? Hat Helge gesagt, aber zärtlich. Achso. Hi, Patty.
Ampel, die ist auch schon Silber, Alter. Personenverkehr. Wieso schreibe ich denn Personenverkehr? Personenzug. Ich bin ja schon total. Boah, Frühschicht ist doof. Personenzug. Hannover. Melmac. Erstmal. So, jetzt müssen wir den, um den darauf zu bekommen überhaupt, denn wir nehmen den auch gleich in Zweifach. Bringt ja gar nichts in Zweifach. Zwei Stücke meinst du? Also kopieren. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber bringt ja auch nichts. Weil wir haben die Strecke ja noch gar nicht so weit, dass es passen würde mit zwei Zügen. Fahr erstmal mit einem, dann schicken wir, wenn es weiter ist, dann den zweiten drauf. Ja. Okay. Wir müssen ihn da irgendwie erstmal dahin bekommen. Amix meint, Melmac möchte ein ICE. Ja. Wünsche sind da, um irgendwann nochmal Wünsche erfüllt zu bekommen. So, wir müssen jetzt erstmal leider über das Industriegebiet fahren, weil sonst kommen wir da gar nicht hin. Müssen wir auch nochmal umbauen, ne? Dass wir direkt irgendwie dorthin bekommen. Konntest nicht alle Haltestellen miteinander verbinden, warum dann nicht? Achso, nee, kann ja auch nicht. Pass auf, Melmac nehmen wir noch raus, da müssen wir gleich mitfahren. Und zwar sollte er auf Gleis 4 einlaufen. Ja, da können wir mal Heiko zeigen, wie man einsteigt, steigt und mitfährt. Genau. Aber dann könnte es ja doch wieder passen mit der hinteren Haltestelle jetzt. Ja. Ja, jetzt passt es. Gut. Dann steigen wir jetzt einfach rein und fahren mit, weil da muss ja eben. Wir können auch ein bisschen in erhöhter Geschwindigkeit fahren. Personenzug, Melmac und Co. Anklickt und dann im Vorschaufenster gibt es einmal das X für außen mitzufahren und die Kamera im Feld unten drin zum Einsteigen. Genau, das ist zum Außen mitfahren. Kannst das Fenster auch hier unten irgendwo in die Ecke stecken. Und wenn du Bock hast, selber mitzufahren, dann steigst du ein mit der Kamera. Wünsche sind da zu dauernd ignoriert zu werden? Nein. Schade, das können wir immer noch mal machen. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir das Ding überhaupt in Gang kriegen, dass da überhaupt Fahrgäste kommen. Ja, können wir gleich noch mal gucken. Oder kam gerade der andere Zug von oben? What, Alter. Wird schon wieder mit Fachbegriffen um mich geschmissen. Ja, ja, die Idee, Feldjäger, ist ganz gut. Feldjäger hat vorgeschlagen, die Flying Junction noch um zwei weitere Gleise zu erweitern. Das könnte natürlich auch funktionieren. Da können wir noch mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob das nachher unsere Brücke ein bisschen sprengt. Da muss ich mal schauen. Gute Nacht, mein Schatz. Ach, 140 wird er? Ja. Oh, das ist ja nicht schlecht. Braucht halt einen Moment, bis es die 140 hat. Beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Weil wir wollen ja eigentlich nur mitfahren, dass er einmal in den Güterbahnhof reinfährt und dort auch wieder rausfährt. Ach, jetzt muss er warten. Ja, weil der Ölzug kommt, der Kraftstoffzug kommt. Wieso muss er denn hier hinten warten?
Okay. Kreuzfahrt. Weil er kommt vom rechten Gleis. Gleis. Alter, der rennt hier über die Schiene, hallo? Was macht der? Er kommt vom rechten Gleis, ja? Ja, und Jonas hat es richtig gesagt, die Überführungsfahrten sind immer sehr interessant, um zu schauen, welches Gleis er da nimmt. Ja, das ist sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt. Da ist auch immer noch. Wir müssten eigentlich den anderen Tunnel noch zu Ende bauen. Den normalen Tunnel, den wir mal geplant haben. Ich glaube, da sollten wir in der nächsten Folge nochmal erschwert drauf zurückgreifen. Denn wenn dieser Zug gleich angekommen ist in Hannover, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten, bei 31 Minuten angelangt. Ja, wenn ihr Wünsche habt zu irgendwelchen Mitfahrten oder auch anderen Sachen wie Zugwahl oder ähnliches, kommt am besten im Live-Let's Play vorbei und dann kriegen wir das alles schon hin. Und dort fragen wir öfter mal nach, was habt ihr für Wünsche, vielleicht auch Farbwünsche oder ähnliches. Ja, der Passant wurde gerade überfahren, aber es ist ja, ja nun... Ja gut, eine Zugreinigung ist ja jetzt spätestens nach dem Begegnen mit der Ludmilla notwendig geworden. Also das macht dann jetzt auch nichts mehr aus. Das stimmt. Na, welches Gleis nimmt er? Das dichteste. Ja, hier nochmal flott durch. Wie ihr seht, hier ist schon ordentlich Verkehr reingekommen. Da war schon wieder die Ludmilla. Das mit dem Holz ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. Hi Dennis, vielen Dank für dein Follow. BMW, dir darf man auch echt nichts vorschlagen, ne? So, unter Gantopolis sind wir raus. Das heißt, wir können jetzt noch mal mitfahren. Guck mal, da wartet schon einer auf uns. Das ist ja nett. Vielen Dank fürs Warten. Das ist halt ein bisschen schade, dass die ganzen Strommasten alle so ein bisschen ins Gesicht peitschen, wenn man so außerhalb fährt. Du wünschst dir Pfeile unter der Flussbrücke? Ach so, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, wenn die Nachfrage das hergibt, lieber Feldjäger, können wir gerne ein paar Durchstoße oder andere kombinierte Wagen nehmen, halt auch mit Steuerwagen und Co. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber die Nachfrage muss halt auch da sein. Ich meine, es ist natürlich jetzt auf der Gallien-Kantopolis-Strecke ist natürlich echt immens, was da los ist, aber wenn wir da jetzt andere Züge draufsetzen, weiß ich nicht, ob die Nachfrage so bleibt. Weil die halt wirklich schnellen Anzug haben und sehr gut dafür geeignet sind. Weiß ich jetzt nicht, ob der Dojo das auch hinkriegt. Die Brücke beim großen Güter, achso, die da drüber geht über die Schienen, ja, kann ich nochmal machen. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen beeilen. Dankeschön, Petty. Wir waren vorher zu Spitzenzeiten 73 insgesamt. 33 auf Twitch und 40 auf YouTube. Live-Zuschauer. War es doch ganz nett gebaut. Wenn da jetzt noch so ein ICE durchballert durch die Sanddüne hier vorne. Ich glaube, das wird ganz nice aussehen. Donnerschlag? Stehen schon welche. Ja, Donnerschlag. Ja. Verabschiedet sich gerade im Livestream. Achso, alles klar, hau rein.
So, somit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zeigt es mir mit dem Daumen, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Hier auf Kante zockt. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.